Dankeschön für die Frage. Ich glaube, es geht weiter mit der Musik, die ist schon ganz. Es gibt so viele Songs, die handeln von diversen Tieren oder vom Besaufen oder Hasch legalisieren. Höchste Zeit jetzt auch mal einen Song zu präsentieren. Über meine Leidenschaft, mein Steckenpferd sind Türen. Türen wird sich jetzt so mancher von euch sicher fragen. Hat der Mattis wieder mal den Scheitee nicht vertragen? Auch wenn ihr denkt, ich sollte einen Psychiater konsultieren. Ey Leute! Meine Leidenschaft sind nun mal eben Türen. Türen gibt's, oh Mann, so viele noch und nöcher. Das hat auch einen Grund, sonst gäb's ja höchstens Mauerlöcher. Türen sind so toll, denn wenn ich es recht überlege, öffnen sie dir, öffnest du sie immer neue Wege. Türe kannst du aufmachen, dann lässt du meist jemand rein. Doch machst du sie zu, heißt das dann für den anderen? Nein. Stimmt sogar. Fensterfetischisten werden mich wohl nie verstehen. Doch Fenster sind auch Türen, nur kann man durch sie auch sehen. Oh, Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinke bis zu den Scharnieren. Egal aus welchem Material, ich liebe nun mal Türen. Wenn sie funktionieren und wenn nicht, kann man sie schmieren. Klassischer Fall von Umblättern am Lagerfeuer. Schon als Kind bemerkte ich, meine Leidenschaft sind Türen. Ich konnte mich alsbald für nichts sonst mehr interessieren. Ich sah zum Beispiel Western wie den Ölprinz und High Noon. Einzig und allein wegen der Schwingtüren vom Saloon. Auch bei Ikea spielte ich nie im Kinderparadies, weil ich nicht mal unter Geschrei die Drehtüren verließ. In der Schule war ich schlecht, doch ich konnte nichts dafür. Ich baute dauernd Mist, denn dann durfte ich vor die Tür. Und in der Pubertät bekam ich meinen ersten Ständer beim Öffnen all der Türen von meinem Adventskalender. Musik war nie so meine Sache, wollte ich selten hören. Inspirieren konnten mich echt nur die Dolls und Ouvertüren. Später dachte ich dran, Architektur zu studieren. Doch ließ ich's, denn ich durfte eh nicht über Türen promovieren. Liedermacher wollte ich nie sein, ich wollte dafür eher eine Arbeit als Tyrann, gern auch als Türsteher. Oh, Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinke bis zu den Scharnieren, egal aus welchem Material. Ich liebe nun mal Türen, wenn sie funktionieren, und wenn nicht, kann man sie schmieren. Tja, jetzt bin ich Liedermacher. So läuft's im Leben. Wer schafft schon sein Traumziel, man trifft immer knapp daneben. Ich hab mich damit abgefunden und es tut nur manchmal weh, wenn ich zu Hause ganz allein auf die WC-Tür sehe. Frau hab ich keine, weil mir jede furchtbar grollte, dass ich niemals Sex, sondern immer nur Türen aufhalten wollte. So bleibt mir nichts, als ganz allein durch mein Leben zu pirschen. Irgendwo gibt's vielleicht auch für mich ein Hintertürchen. Drum mach ich's Musik und spar mir ein Geld dabei für einen ausgedehnten Urlaub in die Türkei. Sparsam und frugal bei Wasser, Brot und Konfitüren. Ah, da hab ich einen vergessen. Friste so mein Leben ohne jegliche Allüren. Sparsam und frugal bei Wasser, Brot und Konfitüren. So Leute, macht's mal gut, wir sehen uns im Gerangel. Wir können ja mal ein paar Worte wechseln, so. Zwischen Tür und Angel? Sollte das nicht klappen, ja dann hoffe ich, wir sehen uns mal irgendwann bei Jüttenland beim Tag der offenen Tür. Oh, Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinke bis zu den Scharnieren, egal aus welchem Material. Ich liebe nun mal Türen, wenn sie funktionieren, und wenn nicht, kann man sie schmieren. Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinke bis zu den Scharnieren, egal aus welchem Material. Ich
liebe nun mal Türen. Und wenn ihr mich versteht, könnt ihr ja jetzt auch applaudieren. Ja, Applaus, Applaus. Einmal gespielt bisher. Ja, Proben ist für nicht für uns. Für uns? Genau. Ich habe mit der heißen Nadel gestrickt. Oben müssen nur die Anfänge. Jetzt kommst du an die Tasse ran. Dann können wir mal den Chai hier verkosten.